Pia, ich kann dir wirklich versichern, ich traue Dave nicht hinterher. Also wir sind nur noch Freunde. Ja, ich glaub dir das auch, aber ich meine, was ist mit Dave? Ich meine, vielleicht trauert er dir noch hinterher. Also ganz ehrlich, Leute, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ach, Becky, Kurzfassung, ich glaube, dass Dave noch in Hannah verliebt ist und gar nicht mit mir zusammen sein will. Und ich muss da noch hinzufügen, ich bin glücklich mit Philipp und will nichts mehr von Dave. Hey Leute, na, alles klar? Pia, jetzt ist es vielleicht an der Zeit, nicht weiter über dieses Thema zu reden, okay? Hey, morgen. Hey, Philipp. Du, Becky, ich bin gleich wieder da. Komm gleich wieder. Also ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Als Dave mich da einfach zurückgewiesen hat, ob er wohl noch in Hannah verliebt ist? Das letztens da mit Pia, das war schon echt blöd. Von mir. Jetzt denkt sie, sie hat was Falsches gemacht, aber es war nicht so. Dave, bist du das? Ja, Pia, bist du das? Ach, hey. Naja, ein bisschen seltsam, sich hier bei den Toiletten zu treffen. Ja. Hast du laut gedacht? Ich? Nee, das war mein Magen. Nein, nein, ich war das. Und ich dachte, als du mir geantwortet hast, das wäre meine innere Stimme. Naja, wie dem auch sei, ich wollte sowieso mit dir reden. Das war ziemlich blöd von mir. Tut mir leid. Ach, Schwamm drüber. Schon in Ordnung. Vergessen. Hey, wie wär's? Ich hab ne Idee. Wie wär's, wenn du heute nach der Schule zu mir kommst, ne? Ich kann mich doch revanchieren. Cool. Alles klar, ich sag mal High Five drauf. Bis später. Oh Mann, High Five mit der Freundin? Naja, ich weiß ja nicht. Naja, bis dann. Also ein bisschen seltsam verhält er sich schon mir gegenüber. High Five, ich glaube, ich bin in der Friendzone. Ist irgendwas passiert, Pia? Du wolltest doch gleich wiederkommen. Was stehst du da wie angewurzelt? Ach, nichts, nichts. Ist nur wegen Dave. Der hat sich wirklich schon wieder seltsam verhalten, aber naja. Das ist wohl nichts Neues bei Dave und dir. Wollen wir in den Unterricht? Also ich hoffe ganz ehrlich, ich muss mich nicht daran gewöhnen. Irgendwie gefällt mir das gar nicht. Und Leute, fällt euch was auf? Ich bin mein Gips losgeworden. 6 Wochen sind rum. Ja, cool. Das freut mich für dich. Endlich kannst du wieder beide Hände bewegen. Ja, und die sehen auch fast gleich aus. Nur eine Hand ist ein bisschen schrumpeliger. Oh, die war die ganze Zeit in diesem Gips drin. Igitt. Ach, das wird schon wieder. In ein paar Tagen ist alles wieder normal. Und hoffentlich verletzt du dich nicht wieder. Verletzen? Das war ja wohl absichtlich. Ist ja auch egal. Den Gips habe ich aufgehoben. Da kann ich mich noch wenigstens ein bisschen länger vor Sport drücken. Den mache ich einfach wieder drum. Morgen. Und Ronja, das habe ich gehört. Die Lehrer wissen schon längst alle Bescheid, dass der Gips wieder ab ist bei dir. Oh Mann, da muss ich mir doch eine andere Ausrede einfallen lassen für Sport. Naja. Guten Morgen alle zusammen. Heute mal wieder schön eine Doppelstunde Mathe. Guten Morgen, Herr Grob. Oh Kinder, ich freue mich heute sehr, denn wir fangen heute mit einem neuen Thema an, und zwar lineare Gleichung. Ist das nicht schön? Was? Wie bitte? Was habe ich da gehört? Kinder, also bitte eure Smartphones, die müssen auf lautlos oder komplett aus. Also ich bin's nicht gewesen. Keine Ahnung, wer das war. Das war meins. Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt gucken kann, was es war. Also wer mir geschrieben hat. Soll ich? Oh, ich darf mich nicht erwischen lassen. Ach, ich mach's jetzt einfach ganz unauffällig. Oh, Dave hat mir geschrieben. Also, bei linearen Gleichungen haben wir es mit Variablen zu tun. Ich weiß, ganz neue Begriffe und wir machen keinen Vokabeltest wie in Englisch. Ich kann auch witzig. Was? Das kann doch echt gar nicht wahr sein. Doch, doch, die heißen Variablen. Also, das ist schon wahr, Pia. Mach dir keine Sorgen, du wirst damit schon klarkommen. Keine Angst. Oh, das ist echt furchtbar. Pia, was ist denn mit dir los? Weinst du etwa? Oh Mann. Also Pia, bitte, wegen Mathe, da weint man doch nicht. Ich meine das Thema, ich werde es dir beibringen. Keine Sorge, wir können auch Förderstunden mit dir zusammen machen. Warum tut er das? Also Herr Grob, wenn ich mich mal einmischen darf, ich habe einen sehr guten Privatlehrer. Also Pia, ich kann dir gerne die Nummer geben, wenn du irgendwie Schwierigkeiten hast mit dem neuen Thema. Pia, du weinst doch jetzt wohl nicht wirklich wegen Mathe, oder? Also, wenn du das nicht verstehst, dann können wir doch auch mal die Hausaufgaben zusammen machen und zusammen üben. Eieiei, also wenn ich weinende Kinder bei mir in der Klasse habe, weiß ich nicht so recht weiter. Hier ein Taschentuch für dich. Oh, na, na. Danke, Herr Grob. Na, Pia, hast du jetzt eingesehen, dass Mathe gar nicht so schlimm ist und auch das neue Thema nicht? Wir machen jetzt erstmal weiter. Pia, was war denn los? Ich meine, das war doch jetzt nicht wirklich wegen dem neuen Thema, oder? Davon braucht man doch nicht so viel Angst haben. Alles in Ordnung bei dir? Ich sag's euch später, okay? Ich muss jetzt erstmal wieder aufpassen. So, Kanna, das hat er mir geschrieben. Ach, du dickes Ei, das hat er doch nicht wirklich gemacht, oder? Leute, ich will's auch wissen. Zeigt her. Der hat einfach mit mir Schluss gemacht, Becky. Kannst du's glauben? Per WhatsApp, mitten im Unterricht. Dave muss doch hier irgendwo sein, also der hat doch jetzt auch Pause. Wenn ich den in die Finger kriege... Entschuldigung, wenn ich mich einmischen darf, die andere 5. Klasse, die hat bereits, Schluss, also Unterrichtsausfall. Das kann auch wohl nicht wahr sein, jetzt drückt er sich auch noch vor der Verantwortung. Mit dem habe ich wirklich ein Hühnchen zu rupfen. Ach Pia, du musst doch jetzt hier nicht Frau Lieb anmeckern, also die kann doch auch nichts dazu. Du kannst einfach nach Schule mit zu mir und dann überlegen wir nochmal, was wir machen. Oh Mann, Pia, es tut mir wirklich leid für dich, wirklich. Ich muss schon sagen, Dave, also dass heute dein Unterricht ausgefallen ist, passt mir perfekt. Dann konnte ich dich hier zwischenschieben.
Papa, das ist schon der dritte Termin in diesem Monat. Du musst nicht ständig meine Zähne kontrollieren. Außerdem treffe ich mich gleich noch mit Pia. Nee. Vorsorge muss sein. So, jetzt den Mund auf. Das war mal wieder klar. Hast du dir vorher die Zähne geputzt? Nein. Wo habe ich denn jetzt? Ich bin gleich wieder da. Also, ich brauche eine Pinzette oder so. Hast du Spinat gegessen oder so? Oh, ich hasse es einfach so oft, bei Papa in Behandlung zu sein. So, jetzt muss ich noch mal kurz Pia schreiben. Ich hatte eben ja nicht so viel Zeit. Okay, was habe ich denn? Oh nein. Dave, was hast du denn nur gemacht? Ich wollte doch nur schreiben, ich hab Schluss, nicht ich mach Schluss. Oh Mann. Aber Dave, wo willst du denn jetzt bitte hin? Direkt wieder hinlegen, aber ganz schnell. Ja, Papa, aber ich muss nur ganz kurz. Papa, also ich muss nur Pia schreiben. Kannst du das Ding mal da rausholen? Also bitte, was bist du denn für ein Patient? Jetzt hier mit dem Handy rumspielen, das geht gar nicht. Weg damit. Ja, ist ja in Ordnung. Aber Papa, beeil dich bitte. Ich glaube, ich habe ein bisschen Probleme. Also ich hoffe, Pia hat das nicht falsch verstanden. Ach, Herr Jemine. Der Pia scheint ja gar nicht gut zu gehen. Vielleicht kann mein Kirschkuchen sie ein bisschen aufheitern. Ich bringe den beiden mal was. Oh Mann, Hanna, ich weiß echt nicht. Ich habe die Nachricht nur gelesen, aber ich konnte nichts antworten. Was soll ich ihm denn zurückschreiben? Vielleicht erstmal gar nichts. Also ich wüsste auch nicht, was man darauf antworten soll. Das ist total daneben von Dave. Einfach über WhatsApp Schluss machen. Mädels, ich bringe euch Kuchen. Möchte jemand? Das ist nett, Frau Vogel. Ich habe aber keinen Hunger. Ich habe Liebeskummer. Habe ich schon gehört, Pia. Das tut mir wirklich leid. Aber vielleicht kann ja der Kuchen dich ein bisschen aufheitern. Ach, Pia, lass doch erstmal gut sein. Also sowas sollte man persönlich klären und nicht über Smartphone. Vielleicht trefft ihr euch nochmal. Meinst du wirklich? Aber eigentlich will ich mich gar nicht mit ihm treffen. Ich habe Angst, ihn zu sehen. Hat's da gerade an der Tür geklingelt? Das wird bestimmt der Postbote sein. Hallo, Frau Vogel. Ist Pia zufällig hier? Ihre Mama meinte, dass sie hier ist. Ja, ist sie. Sie ist oben mit Hannah in ihrem Zimmer. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Zeitpunkt ist. Kein guter Zeitpunkt? Oh Mann, ich wusste es doch. Ich muss direkt nach oben. Dave! Pia, warte, bevor du irgendwas sagen möchtest, ich kann es dir erklären, bitte, ich muss es erklären. Na, da bin ich ja mal gespannt, Dave. Ich glaube, ich lasse euch beiden mal lieber alleine. Also, wenn irgendwas ist, ich bin hier im Haus, ruf mich einfach ganz laut. Und du, Dave, also, das hätte ich ehrlich gesagt nicht von dir erwartet. Au, das war meine Schulter. Sag mal, warum rempelst du mich? Ich habe doch nichts gemacht. Nichts gemacht? Das sieht für mich aber anders aus. Pia, also, es tut mir leid. Ach, diese Autokorrektur. Das meinte ich nicht, so was ich geschrieben habe. Wie, was? Autokorrektur? Wie, machst du nicht Schluss? Nein, auf gar keinen Fall, möchte ich nicht. Also ich war noch beim Zahnarzt, weil ich früher Schluss hatte und da wollte ich dann eigentlich schreiben und alles klarstellen. Aber Papa mal wieder, nein, Patienten, kein Handy, dies, das, du weißt schon. Oh Mann, Dave, ob ich dir das glauben kann? Die Story ist wirklich ein bisschen komisch. Wolltest du nicht vielleicht doch mit mir Schluss machen und dann auch noch so? Nein, wirklich nicht, ich meine es ernst, besonders nach dem letzten Mal, wirklich. Na gut, ich verzeih dir, aber nur dieses eine Mal. Hanna, ich muss dir unbedingt was sagen. Hä? Mama, warum wohnen Pia und Dave jetzt hier und warum kriegen sie Kirschkuchen und ich nicht?